Willkommen, meine Freunde, zu Porsche. Heute mal etwas langsamer gesprochen. Am Anfang zumindest. So, jetzt reicht's mal wieder. Wir haben keine Post bekommen. Von daher, es dauert ja ein paar Tage wahrscheinlich. Wir werden jetzt einfach mal ein bisschen gucken, was wir machen. Nämlich wollte ich... Ja, da haben wir mit im Discord drüber gesprochen. Jetzt weiß ich schon nicht mehr, was das war. Verflucht. Carol. Ach so, genau, Baumwolle. Ja, kann ich anpflanzen, beziehungsweise ich könnte mir auch 10 Stück holen. Ich habe ja noch kleine Blumendinger. Ja, wir gucken jetzt mal. Lass uns einfach mal schauen, was wir hier so bekommen. Weil ich denke mal, momentan missionstechnisch ist hier ziemlich mäh. Deswegen gehen wir mal zu guten alten Carol und gucken. Ne, das ist die doch nicht, ne? Doch, wollte ich sagen. Da haben wir ja auch immer 10 Stück, können wir da zwar nur kaufen jeden Tag, aber besser als nichts. Und wir werden natürlich noch eine Mission holen. Und dann können wir nachher natürlich auch unsere Verbände machen. So, aber eins nach dem anderen. 1, 2, 1. Ja, Pauli, du, ich bin froh, dass du zählen kannst. Oh, da war der Higgins. Hat er schon wieder einen Auftrag geklaut. Antoine, mein Freund, wie geht's dir? Dann war es ja auch noch genau, habe ich es jetzt noch hier, dass es, ich gehe mal kurz rein. Beim Mint, wenn wir uns mit dem anfreunden, bekommen wir ja diesen Bohrer geschenkt, beziehungsweise könnten wir uns ja auch für 10.000 Gold kaufen. Die Frage ist, ich könnte euch mal gucken, was ich einfach für ein Level habe bei Mint. 3 Talismaner, Dok zu, ein Kaffeetisch. Wer ist das hier unten? Sehe ich nicht. Wir brauchen hier dringend 2 fortgeschrittene Textilmaschinen. Dorf, bitte hilf dabei, diesen Auftrag zu erfüllen und bringe Gegenstände Antoine. Walnusshain. Mhm. 5.000. Aber diese fortgeschrittenen Textilmaschinen, ne? Ja, kann ich machen. Und das ist hier 3 Armstrecker. Na komm, wir machen das jetzt hier. Ist ja schon wieder verflucht nochmal. Ach, Mint wollte ich mal. Ich wollte mal Status von Mint checken, aber ich glaube, da haben wir ja rein gar nichts. Lass uns gucken, Soziales. Wo ist er denn? Müsste ja eigentlich relativ weit hinten sein, glaube ich, ne? Higgins haben wir gar kein Verhältnis zu. Was ist das denn? Dana, Molly, Alice, Polly, Nora, Mara, Mint ist Fremder. Das heißt, wir brauchen... Bis wohin ist ein Freund? Ja, ich glaube, das lohnt sich soweit nicht wirklich. Also den jetzt da noch glücklich zu machen. Da können wir uns lieber den Bohrer kaufen, glaube ich. Jetzt gucken wir mal nach den fortgeschrittenen Textilmaschinen. Ich bin mir sogar nicht mehr so sicher, was wir da alles brauchen. Wir hämmern das mal hier hin gerade. Fortgeschrittene Textilmaschine. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Da. 2 Stück brauchen wir von. Oha. Moment mal, das müsste ich doch sogar fast haben. Warte, dann lass uns mal das hier gerade hier dran bauen und gucken, ob wir das haben. Oh, Bronzerohr haben wir nicht. Bronzerohr, okay, das kann ich mir merken. Bronzerohr brauchen wir dann noch 3. Nee, warte mal. 1 habe ich. Und 2 brauchen wir. Okay, 4 brauchen wir. Also 3. Ja gut, Bronzerohre hauen wir gerade mal kurz ein paar rein hier. Erstellen wir gerade mal. Wo waren die nochmal? Wahrscheinlich hier. Oha. Bronzebahn haben wir gar nicht mehr. Einmal das. Und dann müssen wir natürlich noch Bronzebahn machen. Ja. So, auch mal ein paar Bronzebarren raus hier. Gut.
Dann müssen wir jetzt leider ein bisschen warten auf die, wegen diesen Bronzerohren. Das dauert hier noch eine Stunde, zwei Stunden, 17 für... Oh mein Gott. Ja. Ist halt so, wie es ist. Kann ich jetzt auch nicht ändern. Dann gucken wir mal nach dem Bohrer vielleicht. Wie viel Geld haben wir? Ich gucke jetzt mal, wie viel haben wir. Aber wir müssten eigentlich genug haben, dass wir uns den holen. Dann, sorry, Leute, dass ich so hin und her springe, aber ich überlege gerade die ganze Zeit hier, was ich machen wollte. So, wir haben kohletechnisch 32. Ja, dann kaufen wir uns das Ding. Unser Pferd ist auch noch da. Mein Gott, wie lange dauert denn eine Woche? Das war, wo kriege ich das? Am Hafen, ne? Oder? Im Hafenshop war das, ne? Bin mir nicht mehr sicher. Fahren wir mal hin. Die Textilmaschinen kriegen wir. Ah, das sind die Hasen. Ich wollte gerade sagen, was sind das denn für neue? Wo war er jetzt? Hier, ne? Hallo? Ah, hier. Mini-Bohrer. Den hier? Ein Relikt, das zum schnellen Graben durch Gelände benutzt wurde. Sieht aus, halte den Angriffskampf gedrückt, um kontinuierlich anzugreifen. Von Mindhafen. Ach so, doch, das ist der, ne? Von Mindhafen und Handelsstation. Der Mini-Bohrer. Aber den kann ich doch auch in Minen einsetzen, oder? Ach so, das gucke ich jetzt wieder gar nicht im Stream. Es kommt daran, weil ich gerade gestreamt habe. Okay, dann schreibt mir mal rein. Das, den kann ich doch auch in den Minen verwenden, oder? Der ist ja jetzt nicht nur zum Angreifen, ne? Weil da steht jetzt Angriff plus 300, klar. Schreibt das mal rein. Dann hole ich mir den nächst. Weil das ist natürlich cool, weil ich glaube, der ist natürlich fürs... in den Minen das Abbauen geht wesentlich schneller, ne? Wenn ich das jetzt so richtig verstehe. Was wir auch noch machen können, wäre natürlich noch die Töfters bauen. Die zwei. Die wir noch brauchen. Dann hätten wir das auch mal erledigt. Weil momentan haben wir ja eh nicht viel storytechnisch zu tun. Von daher könnten wir natürlich nochmal hier schön die Dinger aufbauen. Was brauchen wir denn nochmal für die Töftöfs? Können wir mal gerade gucken. Töftöf-Haltestelle ist hier, glaube ich. Grill, Wassertank, Töftöf-Haltestelle. Wir gucken einfach mal. Faserstoff brauchen wir. Es kommt wieder zum Einsatz hier. Müssen wir mal einen anderen Stift? Nimm ich mal einen anderen Stift. So. Dann nehmen wir... Oh, ich brauche einen neuen... Muss ich mal abreißen hier. 6-mal Faserstoff. Ah ja, Peter, ich weiß, ich kann das nach rechts legen. Jetzt, ich schreib's jetzt hier hin. Aber ich weiß, dass du mir sagen möchtest. Danke. 9-mal Hartholz. So, dann finde ich das natürlich... Ja, wenn ich das jetzt hier so mache... Ist es dann so, dass ich es dann hier schneller wiederfinde eigentlich? Dass er sagt, du hast das und das ja, ne? Das ist schon clever. So. Ich weiß jetzt gar nicht, 9 Stück. Bronzerohr mache ich gerade. Faserstoffe. Brauche ich 6. Und Bronzeplatzen. Habe ich noch welche? Ändert aber nichts an der Tatsache, dass ich einfach nochmal 8 mache. So, dann kann der hier auch mal ein bisschen was arbeiten. Achso, ich könnte nochmal, glaube ich, ich müsste nochmal ein bisschen Energiesteine da rein pfeffern in... Wo habe ich die hingetan? Ich glaube, ich habe die hier extra drin liegen lassen, ne? Weil ich glaube, dass wir... Ja gut, zum Absteigen, L, ne? Klar.
dass wir hier nochmal ein bisschen was anfeuern müssen. Deswegen gucke ich mal gerade, wo habe ich die hingepackt. Energiesteine, Energiesteine. Was habe ich denn hier noch? Ja, einiges gehört hier nicht rein. Ich habe es ja trotzdem hier reingepackt erstmal. Achso, warte mal. Das kann ja auch hier rein, eigentlich. Ach nee, das mache ich so. So. Ich habe doch die Energiesteine hier reingepackt, oder? Da. Aber ich hatte doch viel mehr als drei. Oder nicht? Naja, gut, egal. Nehmen wir erstmal die drei Steine, die können wir erstmal zum Befeuern. Reicht das? Ist ja jetzt nicht ganz so tragisch. Ich weiß jetzt eh nicht, vielleicht, ob das gar nicht nötig ist. Aber. Zentrale Stromquelle. Aber wir haben noch insgesamt 50 Tage? Was habe ich denn da reingeballert? Achso, ich hatte noch eine Schneidemaschine, hat mir der Manni gesagt. Aber jetzt habe ich die weggetan, wa? Verfluchte Axt. Hätte ich die noch hinstellen können. Naja, egal. Was soll's. Nächste Mal. Obwohl, habe ich sie schon vertickt wahrscheinlich, ne? Ach, ich weiß es schon gar nicht mehr. Aber so, eigentlich mit den Geräten kommt man eigentlich klar, ne? Man könnte es vielleicht noch was schneller machen, klar, wenn man jetzt hier... Aber alles in allem... Ist das doch vollkommen okay, was habe ich jetzt wieder weggetan? So. Ich wollte mal hier gucken, wir brauchen noch die... das dauert aber alles ewig. Leute. Ich drücke jetzt erstmal die falsche Taste. So, das rüber. Aber ich glaube, eine könnten wir schon mal bauen, wenn mich nicht alles täuscht. Eine könnten wir schon mal bauen. Ne, das nicht. Ich meine... Ein, ist schon. Was wollten die nochmal? Eine erweiterte Textilmaschine, ne? Fortgeschrittene Textilmaschine. Müssten wir eine bauen können. Ja, haben wir auch. 45 Minuten. Dann legen wir da schon mal los. Und das andere dauert ja einfach nur ein bisschen. Das ist ja nicht so tragisch. Das dauert auch noch 53 Minuten. Naja, aber kriegen wir das vielleicht auch noch die Handy-Töftes nachher. Dann lass mal kurz gucken. Da ist der Dünger 11. Und hier sieht das auch alles... Gut aus mit dem Dünger. 11 Tage, 0, ist auch bald fertig. Ja, ich habe ja noch was zum Anpflanzen. Könnten wir noch überlegen, was ist das hier? Der braucht auch noch nicht mehr lange. Achso, da nehme ich das Pferd noch gerade mal mit. Na. Ist Emily noch hier? Was ist eigentlich mit dem Kürbis? Den müssen wir da auch mal wieder irgendwann düngen. Lecko mio, der ist aber schon riesig geworden. Wenn wir damit nichts gewinnen, dann weiß ich aber auch nicht. So. Emily irgendwie nicht zu Hause. Spring doch mal da drüber. Ich wollte jetzt gerade noch was machen. Ach so, ich wollte noch auch noch, ich habe nur noch 11 Dünger, dann wollte ich noch ein bisschen düngen. Muss ich mal gerade gucken, habe ich dafür alles noch? Ja. Warte mal. 5 sollten reichen, das sind 25. Dann können wir das da auch wieder reinpacken. So. Oaks ist am Start. Die tanzen.
Dann lass uns doch mal in Porsche gucken. Da irgendwas passiert, aber wahrscheinlich nicht. Achso, ich wollte noch einmal zur Ziviltruppe die losschicken. Kann man da, weil wir haben keine Federn mehr. Und wenn wir nochmal irgendwann Federn brauchen, vielleicht können wir die für irgendwas schicken, dass die Federn uns besorgen. Können wir nochmal gerade gucken. Gucken wir mal. Bam, 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 bam. Hier sind Federn bei. Genau, warte mal, wir machen noch. Ja. 3500, bestätigen wir einmal. Gut, dann haben wir das nämlich auch erledigt. Dann haben wir nämlich ein paar Federn und ein paar von den anderen Sachen, da brauchen wir nicht mehr in den Kläranlagen. Denn, ja, obwohl das auch schnell geht, ne? Aber gut, das für 3000 Coins. Macht man das mal eben schnell. So. Dann reiten wir zurück. Und wenn das jetzt hier nicht fertig ist, dann gucken wir mal. Dann legen wir uns zur Not ins Bett pennen. Und dann ist es ja am nächsten Tag rucki zucki fertig. Jetzt noch hier hin und her reiten. Macht jetzt auch wenig Sinn, muss ich ja mal gestehen. So. Okay, das kann man nicht einfach alles einsammeln. Ja, alles einsammeln. So, sehr gut. Dann nehmen wir das hier so und sagen... Top, die Wette gilt. Okay, das muss dann auch noch rüber. Das auch. Das auch. Oh, wir können die zweite fortgeschrittene Textilmaschine machen. Ja, krass, okay. Und das packen wir mal wieder weg. Weil jetzt habe ich die Sachen alle da reingepackt. Das ist ja nicht so schlimm. Einen können wir hier schon mal nehmen. So. Ne, dann können wir die ja noch ausliefern und dann können wir vielleicht auch noch die Töff-Töff-Masch machen. Unser Pferd hat richtig Bock. Aber diese getrockneten Apfelringe sind eigentlich echt auch nicht so schlecht, ne? 10%, guck mal, wenn du da so viel von hast, reicht das. Da können wir eigentlich nochmal welche fertigen, würde ich sagen, ne? Ist bereits voll vorausgeschöpft. Wieso, ich nehme doch mal wieder welche. Ja gut, okay, kann man wohl keine machen. Ist ja auch nicht so schlimm. So, 45 Minuten, das Ding müsste jetzt fertig sein. Würde ich mal schätzen, so lange dauert ja keine Stunde. Wer müsste dir geben? Antoine, ne, war das? Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, wo ist unser Pferd schon wieder hin? Du bist aber wahnsinnig. Na. Antoine. Oh, Antoine ist sogar hier. Nee, doch nicht. Ich dachte, der wäre draußen. Ich hatte gedacht, der wäre draußen. So, dann würde ich sagen... Achso, Töff-Töff können wir noch gucken. Ja. Das ging schnell. Das ging super schnell. Und wir haben wieder 5000 Points. Coins gemacht. Dann kommen wir wieder langsam in die richtige Richtung. Wobei die nächste Hauserweiterung, Dingserweiterung kostet ja 140.000. Ey, Pferd, kommst du mal hier runter? Ich glaube, spinnst du? Herrgott. So, lass uns noch Töff-Töff kurz gucken. Weil wir müssen ja eh nochmal da hinten latschen und dann können wir vielleicht vorher die Töff-Töff mitnehmen dann und dann aufbauen. Bronzerau fehlt noch. Okay. Naja, man kann das nicht bestätigen. Stimmt, ja, ich hab's vergessen. Wäre doch cool, wenn man es bestätigen kann und er es dann erst macht, wenn... Ach, Bronzewaren kann ich nicht machen, weil... Na komm. Die Bronzewaren dauern halt einfach ewig. Deswegen gehen wir jetzt pennen. Das hat ja alles keinen Sinn. Ein Bronzewaren dauert eine Stunde irgendwas. Ja. Dann, wenn wir jetzt schlafen gehen, das ist 18 Uhr, dann müsste morgen genug Bronzewaren da sein, dass wir die Bronzewaren machen können schnell. Ich glaube, das ist ein bisschen effektiver. Und vielleicht kommt ja auch die gute Ursula zu uns. Ich hätte so hier diesen Hintergrundscreen hier, ne? Der ist, glaube ich, auch immer derselbe. Heute ist Herbstfest.
Ach, Herr Jemini. Ist das das hier mit dem Kürbis und so? Ja, keine Zeit für. Ist auch mal auf das Gleiche. Da hätte man vielleicht noch ein bisschen ein paar andere Bilder machen können. Mir ist einfach mal so aufgefallen. Auf die gleichen. So, gucken wir Post. Nee, Post ist nicht da. Gut. Dann lass uns das mal hier einsammeln. Alles. So, sehr gut. Rüber. Auch mal die Bonks rüber. Haben wir keine mehr. Klar, rüber. Jetzt hat er den Dünger auch rübergepackt. Nee, doch nicht. Der hat den da oben hin. Den Dünger tun wir jetzt gleich direkt mal wegpacken. So, jetzt machen wir erstmal hier den. Zack. Ach, zwei kann ich nicht machen. Hab ich. Macht der noch Faserstoff oder habe ich einfach nur drei gemacht? Ich Depp. Nicht genügend. Auch abgenutztes Fell. Ja, Herrgott, Zeiten. Ich hatte gedacht, da haben wir genug von. Komm her, Pet. So. Dann holen wir noch abgenutztes Fell schnell. Wie viel? Eins haben wir. Wir brauchen. Wie viel brauchen wir? Zwei. Sechs, irgendwie ungefähr so. Fünf. Weiß ich nicht mehr ganz genau. Ich glaube, fünf sollten reichen. Ich nehme jetzt einfach mal sechs mit, vorsichtshalber, weil ich glaube, es waren zwei. Ich weiß nicht, ob wir noch eins hatten. So. Ich glaube, das reicht. Zwei Stunden ist Birgit Herbstfest. Da sollten wir ja auch mal vielleicht mal antanzen. Wo waren das nochmal? So, jetzt können wir mal hier nochmal. Ich drücke jetzt mal die falsche Taste. Aber das müsste jetzt gehen. So, ist weg. Jetzt müsste der auch wieder produzieren, ne? Wunderbar. Okay. Dann lass uns mal kurz zum Herbstfest reiten. Beziehungsweise lass uns mal kurz die TÜV-TÜV-Haltestelle mitnehmen. Eine Stunde bis. Bis Wettbewerb, ne? Was waren da nochmal? Ach, der größte Kürbis, ne? Hier, ich bin der größte Kürbis. Hier, Marco. Von den sieben Bergen. Wo ist denn unser Lieblein? Emily, da. Sag mal was. In letzter Zeit war so viel los, aber das ist so wert. Unsere Pflanzen sind dieses Jahr sehr gut gewachsen. Okay. Was ist los? Willkommen zu diesem wundervollen Fest des. Es ist wieder Herbst, meine liebste Jahreszeit. Mein süßer Ginger wartet mit dem Abendessen auf mich. Ich muss nach der Arbeit direkt nach Hause, nicht nur eine Minute später. Es ist 9.52 Uhr, Gail, und du denkst ans Abendessen. Herbstwettbewerb. Okay. Oh ja, hier, das ist doch hier Emily. Das ist meine Emily. Unser beide. Also dieses Jahr hat sie gewonnen. Da führt kein Weg dran vorbei. Oder? Emily, lass uns mal jetzt schnell ein Foto machen. Ein Gruppenfoto, komm. Vor dem Kürbis. Naja, posiert mal ein bisschen anders. Hier, ihr sollt euch drehen, ihr Vollpfosten. Ei, Herrgott, nee. Muss ich es so machen? Jetzt steht mir doch das. So, jetzt ein Gruppenfoto. Aha. Wir müssen auch irgendein Foto machen, was wir noch nicht hatten. Ja, nehmen wir. Komm. Foto machen. Wunderbar. Dankeschön. Wegtreten. Speichern. Ach,
Das ist also diese Kamera, ne, ist verbuggt. Unfassbar. So, also ich glaube, wir haben hier, unser Nutzen ist hier generell bescheiden bei diesem Fest. Wir kommen gleich nochmal wieder, bis der, wenn der Gale zu Ende geredet hat, dann. Wir gucken lieber nochmal nach, ob wir nicht langsam mal hier etwas drin haben. Ey, wenn ich jetzt einmal diese falsche Taste drücke dafür. 2, 1 fehlt noch, okay. Das ist fertig in 46 Minuten. Dann nochmal zurück. Dann nochmal zurück zu unserem Fest. Es passiert aber nichts. Er steht da immer noch mit ausgebreiteten Armen. Was kann ich denn hier? Geschenke. Oh, Reiterjacke. Ach, da muss ich Abzeichen haben. Ja, stimmt. Ach, hier konnte man doch auch irgendwelche Spiele machen oder sowas, ne? Wo war das denn, wo man... War das nicht auch Herbstfest, wo man so Sachen in den Topf schmeißen musste? Da war doch hier so ein riesen Kochtopf. Hm. Stehen jetzt den ganzen Tag da rum und warten. Interagieren. Ach so, ich kann auch, ich könnte jetzt einen Gegenstand dahin. Ach so, ja, nee. Habe ich ja nicht. Mint! Ich beschenke dich mal, pass auf. Guck mal, wir werden jetzt Freunde. Ich schenke dir. Pinsel. Oha, plus 3. Higgins dem Erntehaufen gespendet. Oh, was Besseres aussuchen. Der gnädige Herr. Vielleicht hast du mal, findest du mal deine künstlerische Ader, du Trottel. Voll die Ansprüche stellen. Nehmen. Nein. Pferd. Gehen. Aus dem Weg. So. Der Esel. Dann nehmen wir das mich auch noch. Ah, sie werden fertig. Aber wir nehmen einfach alles. Wie immer. Und packen es hinein. Hinein. Ihr müsst alle rein. Und dann machen wir nochmal die nächste Töfterfaltestelle. Und dann bringen wir sie natürlich gleich noch weg. Denn wo müssen wir sie hinbringen? Also, die Karte hätten wir schneller suchen können. Einmal hier und einmal. Oh. Obwohl, da kommen wir von hier. Ja, ist egal, wir können das erst jetzt hier hinbringen. Und dann fahren wir nach hier. Also, wie wir es machen. Ich glaube, ich bringe es erst hier oben hin. Und dann fahren wir hier hin und dann bringen wir es hier hin. Ich glaube, ich höre schon einen Plan an. Das geht ja recht schnell. 46 Minuten, das heißt, wir müssen jetzt gleich fertig sein. Wettbewerb Ende. Ach, Kochduell kommt auch noch. Aber ich glaube, das ist ja, da ist ja morgen auch noch irgendwas, ne? Das ist ja noch in 2 Tagen. Martha dem Erntehaufen gespendet. Was habe ich gespendet? Erntehaufen? Komm, mach hin, Maschine. Ja, wunderbar. Ich meine, wir kümmern uns halt um die Infrastruktur von Porsche. Ich meine, das ist ein enorm wichtiger Job. Ja, irgendeiner muss ihn ja tun. Jetzt mache ich es genau andersrum, wie ich es gerade gesagt habe. Ne? Egal. Spielt eh keine Rolle. Oh, es leckt. Auf Pferd, komm. Spendenaktion ist vorbei. Ich wollte eh nichts spenden. Was soll ich was spenden? Hier ein Porsche, ja. Ich tue genug. Bin eins erarbeitet. Mal gucken, ob ich mit Pferd auch durchfalle. Mit Pferd geht es. Oh, da ist ein Update rausgekommen. Ich habe ja nichts mitbekommen. Da ist die Töfte-Faltstelle. Dann haben wir das schon mal. Ah, kann ich das nicht vom Esel rausmachen? So, dann nutzen wir die direkt, um hier hinzufahren. Das ist aber auch schon von dann noch mal ein Stückchen entfernt. Also, die macht schon Sinn, die Haltestelle. Das muss man ja mal ganz einfach sagen. So, Pferd, wo bist du? Oh, komm, Pferd, Alter. Wollte sagen.
Jetzt keine Lust hier zu gehen. Obwohl bei der Ausfeuer von dem Pferd. Was ist denn hier? Ach, hier muss die hin? Oder kommt noch einer? Nee, tatsächlich. Ach so, ja gut, das ist easy. Hatte ich jetzt ganz irgendwie anders. Gut, dann fahren wir von da nochmal hier hin. Gucken wir nochmal, ob das da mit diesem Kochen war. Dann hauen wir da noch ein bisschen. Ich versage jedes Mal kläglich, aber egal, jetzt machen wir es so. Ich wollte eigentlich hier bei dem Dings hin, aber das ist ja auch nicht so weit weg. Nee, das ist nicht mit dem Koch, mit dem Riesentopf. Oh, da Emily hat gewonnen. Ich bin begeistert. Emily, wo bist du denn? Sag mir, rede mit mir. Teilnehmen. Was macht Marco da? Ach, dann kann man hier interagieren. Ach so. Ist beendet. Ja, gut. Da passiert hier wohl nicht mehr viel. Dann würde ich sagen, meine Freunde, dann stellen wir uns hier vor dem Kürbis und dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Story geht dann jetzt die Tage weiter. Also nicht meine Tage, sondern Porsche-Tage. Vielleicht ist es ja morgen schon soweit, wobei dann ist Sonntag. Vielleicht eher am Montag. Wir schauen einfach mal. Ich bin raus. Haut rein, bis dann.